Wir haben eine Mission zu erfüllen. Danke für den Fernzünder. Oh shit. Drück den Knopf. Shit. Und ein Zug vernichtet den Alien. Natürlich. Wollt ihr mich verarschen? Als ob dieser Alien nicht die Kraft hätte, diesen Zug aufzuhalten. Aber nun gut. Wenn ihr meint, das soll so sein, dann soll das so sein. Verdammt, ja, genau so. Alcatraz, zurück hierher. Wir geben ihm Deckung. Wo ist los, hierher? Los. Gib mir ein GPS-System. Genau. Gut, dann gehen wir jetzt zurück. Ich hoffe nur, das ist der richtige Weg irgendwie. Ja, ja, ja. Ich bin ja schon da. Keine Panik. Kuckuck. Ah, ich dachte Kuckuck. Ich sage. Oh, das hat ihn aber ganz schön aus der Rüstung rausgefetzt. Krass. Ja, also hier, sonst bleibt ja immer was drin, aber hier nicht. Gänzlich, sämtliche Alienmasse ist hier. Ja, weg. Fett. Ich gehe ja schon. Na super, auch noch so ein Koloss. Da ist der Koloss. Haben wir vielleicht noch einen Raketenwerfer? Oh ja, haben wir. Einmal. Nachladen. Ey, bleib mal locker da unten. Nochmal. Ich glaube, das war nur ein Streifschuss. Bam. Auch da hat es ihn aus der Rüstung rausgefetzt. So. Wie soll ich jetzt hin, ja? Ah ne, ich soll nach unten, okay. Hier vielleicht? Gibt's hier Muni? Hier gibt's erstmal einen Ladebildschirm. Yes! Wuhu! Herr Sparkley, an alle Teams im Bau. Die Evakuierung von den Plattformen der unteren Ebene beginnt umgehend. Sanitätsteams sofort dorthin. Ausrüstung liegen lassen. Und nur die Überlebenden mitnehmen. Bravo Kompanie unterstützt. Jeder Zug bekommt eine bewaffnete Eskorte. Kompanien Alpha und Echo. Sie halten die oberen Ebenen und den Bahnhof, bis die primäre Evakuierung abgeschlossen ist. Überlegt uns schnell, Männer. Wir lassen niemanden zurück. Alles klar, Bruce Willis, wird gemacht. Und ja, im Hintergrund waren meine Meerschweinchen zu hören. Falls es jemand stört, dann tut es mir leid. Na los, Marine. Oh, jetzt haben wir wieder die 3 Stunden Ladebildschirm. Oh, also wirklich. EA, muss das sein? Kann man sie vielleicht ein DLC kaufen, dass die Ladebildschirme weg sind? Ich würde es zwar nicht kaufen, ne? Aber so an sich, das wäre eigentlich so EAs DLC-Politik, oder nicht? Endstation. Finde Kabel, Bobby. Okay, also wir sollen jetzt Bruce Willis finden. Kriegen wir hin. Hoch! Bleiben Sie, wo Sie sind! Weg mit der Waffe! Identifizieren Sie sich! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Er ist ein Marine! Dr. Gould sagt, es ist Alcatraz! Gould? Diese Niete, was weiß der schon? Ganz ruhig! Lassen Sie ihn durch! Alter, baller ihm einfach den Kopf weg. Meine Güte! Ist da drin wirklich ein Mensch? Kumpel, Sie sehen aber gar nicht gut aus. Was ist mit Ihnen geschehen? Ich bin zur Hälfte ein Alien. Colonel Barkley wartet auf Sie. Hier entlang. Gut. Dann gehe ich mal voraus, ne, wenn er schon auf mich wartet. Was muss es doch geben? Weil diese ganzen Infizierten... Das zumindest meine Frau, Sie Schwein! Naja. Die haben ihr losgezogen. Verdammt, geben Sie mir eine Waffe. Ich kann auf mich
selbst aufpassen. Sie werden jeden Mann brauchen können, der mit einer Waffe umgehen kann. Kann ich nicht machen. Sie wurden soeben neu eingestuft und wir sollen sie sofort entwaffnen. Meine Güte, ich war einer von Ihnen. 9 Jahre. US-Armee, genau wie Sie. Bitte stillhalten, Sir. Ich bin ein Marine und Sie haben sich für den privaten Sektor entschieden. Ihre Privilegien sind erloschen. Okay, alles klar. Gut. Dann lass mich mal da durch. So, mit gezogener Waffe gehen wir natürlich jetzt hier zu Bruce Willis. Alter, jetzt mach auf hier. Danke. Colonel, was geht ab? Ich weiß nicht, ist Colonel Urban Sergeant? Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Ich weiß Ihre Hilfe durchaus zu schätzen, aber das hier ist eine Militäroperation. Sie sind Zivilist und diese Stadt steht unter Kriegsrecht. Ah, und es läuft ja ganz prächtig. Schön, für dass Sie es geschafft Sie hören haben. Hören einfach nicht zu, Colonel. Wir sollten Alcatraz. Sie haben es geschafft. Gut, Sie an Bord, Sir Marine. Meine Männer halten viel von Ihnen. Scheiße, die meisten haben sogar Angst vor Ihnen. Er ist kein Frontsoldat, den Sie einfach nach vorn er schicken können. Er steht jetzt unter meinem Kommando. Wir brauchen jeden Mann, um den Laden hier zu halten, bis die Evakuierung abgeschlossen Colonel? Ist. Na dann, folgen wir denen mal einfach. Dr. Gould, danke für Ihre Zeit. Sie werden mit dem Zug evakuiert, zusammen mit den anderen Zivilisten. Mehr kann ich im Moment nicht für Sie Colonel, tun. Colonel, Sie kapieren das nicht. Jack Hargreave hat auf all das die Antworten. Wir müssen sofort soweit wir wissen, auf Hargreave inzwischen vorbereiten. Tot. Die Evakuierung hat Priorität. Chino, bring Sie ihn zum Zug. Sekunde mal, loslassen! Es tut mir leid, Dr. Gould, wir haben dafür keine Zeit. Chino, zu den Zügen. Sir, ihm. Vorwärts, Doc, wir müssen los. Alcatraz, Sie gehören zu mir. Ich bin doch schon da. Nein, ich kann Bruce Willis nicht erschießen. Das geht nicht. Oder vielleicht doch. Nein, ich kann nicht schießen. Verdammt. Ihr Freund Gould ist aufgetaucht und hat behauptet, er wäre Tara Strickland in dem Chaos entkommen. Blödsinn. Tara Strickland war eine dekorierte Navy SEAL, bevor sie abgestürzt ist. Mhm. Sie muss ihn befreit haben. Aber warum sollte sie das nur tun? Das weiß ich nicht. Aber wir werden es bestimmt herausfinden. Wann sind die ganzen Zivilisten, die evakuiert werden sollen? Sehen Sie sich die Leute an. Ich bin hier aufgewachsen. Jeder da unten könnte zur Familie gehören. Und wenn es hier so kommt wie auf Ling Shen, dann? Dann was? Das soll einer verstehen. Verdammt. Hier funktioniert wirklich gar nichts. Ich war auf Ling Shen und hab Strickland sterben sehen. Als Tara davon erfuhr, ist sie zusammengebrochen. Alkohol, Drogen, unehrenhafte Entlassung. Ihr Vater dreht sich bestimmt im Grab um. Und jetzt arbeitet sie privat für Hargreave? Martinez, was ist denn? Sie stürmen die Haupthalle, Sir. Na, Halleluja. Keine Zeit mehr. Martinez, runter auf die Bahnsteige. Sagen Sie Dickerson, der erste Zug soll losfahren. Unsere Zeit ist gerade abgelaufen. Auf Kampfstation, Haupthalle. Verschaffen Sie diesen Leuten etwas Zeit. Okay, okay, wird gemacht. Kann ich jetzt bitte rennen? Danke. So. Also auf zur Haupthalle. Und die Weltherrschaft an uns reißen. Oder, nee, Menschheit retten. Ach ja, stimmt, da war was. Kleiner Unterschied. Ach du Scheiße. Alles hier komplett zerstört. Wow. Wow. Der ist ja gut da oben. Meine Güte. Hallo, 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 hallo. Da hinten sind sie. Oh Mensch. Gibt's hier denn auch Muni? Wow. Oh, fuck.
ich will gar nicht sein, ich will hier gar nicht sein, ich will hier gar nicht sein. Gibt es hier einen Raketenwerfer? Vielleicht. Oh, da gibt es. Der ist aber nett. Wo ist er denn jetzt hin? Ist das der Vetter? Ja. Einmal. Zweimal. Und einmal haben wir hier nicht. Das sind nur die gebrauchten. Dinger. Die gehen wir auf die andere Seite. Ist ja gut da hinten. Ist ja gut. Warte, da war was. Achso. Kein Raketenwerfer. Haben wir hier vielleicht noch was? Auch nicht. Shit. Müssen wir damit klarkommen, was wir jetzt hier haben. Recke. Ich hab nicht so viel Muni. Oh shit, er ist direkt hinter mir her. Leute, habt ihr denn hier keinen Raketenwerfer hinterlassen? Wo seid denn ihr für Deppen? Na ehrlich, könnt ihr doch nicht machen. Wenn Kinder hier rumlaufen würden. Oh shit. Muni, das ist schon mal etwas. Draufballern, 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 draufballern. Panzerung an und draufballern, draufballern, draufballern. Nachgeladen und draufballern, 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 draufballern. Draufballern. Ah, shit. Und weiter draufballern. Dann geht er down. Sehr schön. Ups. Ach du Scheiße. Wir wollten mich doch ernsthaft verarschen. Ja, du mich auch mit deinen taktischen Optionen hier. So, was sagen denn die taktischen Optionen? Wir haben hier... Sammeln. Wir haben da oben irgendwas. Nehmen. Achso, es sind nur normale Waffen. Und da hinten haben wir beschaffen. So, gucken wir erstmal beschaffen. Kannst du es nochmal hier anmarkern? Nee. Macht er nicht. Gut. Dann müssen wir aber hier irgendwie durch. Irgendwie wird das schon. Muss. Was haben wir denn hier? Kein Raketenwerfer, aber ein Granatenwerfer. Ist auch nicht verkehrt. Für den Fetten jetzt. Wow. Fette Wumme. Ist der down? Ich weiß nicht. Shit, wir kommen ja gerade voll viel Schaden. Voll nicht gemerkt, so nebenbei, während ich diese fette Wumme hatte, da war das einfach nicht drin, dass ich hier noch auf alles achte. Okay. So viel dazu. Die Waffe ist hinüber. Shit. So, die muss jetzt zurück in den Granatenwerfer holen, da. Ja, bleib stehen. Ich will nicht stehen bleiben. Nein, die andere Waffe, diese, tausche ich die gegen, wo haben wir es denn? Wo haben wir es? Da ist es. So, du möchtest gern AT-ST. Deine Zeit ist gekommen. Ein bisschen daneben, aber okay. Und nochmal. Nein! Shit, da hat er mich erwischt. Ah, verdammt, der Drecksmist. Alpha Kompanie, Stellungen halten! Wir brauchen 20 Minuten zur Evakuierung!
Verlängerung. Erledigt die Scheißmolotten. Gut. Dann müssen wir jetzt hier nochmal alles von vorn machen, oder wie? Ah, ja, ja, ja. Den da, okay. Was haben wir hier? Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, warte doch mal.